Super handlich. Allerdings braucht das bisschen Wasser hier mit diesem Kocher ewig, weil überhaupt kein Windschutz da ist. Ja, guten Morgen. Ich habe noch gar nicht guten Morgen gesagt hier. Ja, ich bin jetzt auch schon 2 Stunden wach, bin 7 aufgestanden und es ist jetzt ja kurz nach 9. Zelt habe ich schon zusammengepackt. Ich versuche das ja immer schön sauber aufzurollen und hier bei dem Wind hatte ich echt meine Schwierigkeiten. Ja, da ist auch wieder ein Stuhl umgekippt. Ja, ich plane ja, ich hatte ja geplant, 118 Kilometer noch zu fahren bis nach Kopenhagen. Aber ich glaube, ich werde ein bisschen abkürzen und eine 80 Kilometer Route wählen. Von gestern bin ich noch etwas platt, bin ja im Tourmodus gefahren. Es waren doch insgesamt 110 Kilometer etwa. Ich denke mal, ist das Rad umgefallen. Super. Ja, kriegen wir das irgendwie hin. Ja, dann packe ich noch mal die restlichen Sachen ein und dann geht's wieder auf Tour. Ja, ich habe ein bisschen Seitenwind, also es ist ablandiger Wind, der mir teils dann auch entgegenkommen wird, aber so ist das nun mal. Hab ja ein E-Bike, kann nicht meckern. Es ist jetzt 9.45 Uhr und ich habe mich entschieden, die 80 Kilometer Route zu fahren anstelle der 119. Ich muss nicht unbedingt Klippen sehen. Und ich habe mir also die Route jetzt einfach berechnen lassen von meinem bekannten Navigationsprogramm. Habe aber die alte Route, lasse ich mir trotzdem noch anzeigen. Die überschneidet sich teilweise, vielleicht springe ich dann später auf die ursprünglich geplante Route um. Ja, dann mal los. Achso, ich wollte heute mal wieder mir den EMTB-Modus gönnen. Muss erst mal wieder reinkommen. Ja, und schon kriege ich wieder ein Grinsen ins Gesicht. Das ist doch schön. Herrlich. Also was mir auffällt, es gibt einige Häuser hier in Dänemark, die so völlig Messi-mäßig zugemüllt sind. Und andererseits so super gepflegte und aber auch natürliche Gärten und Vorhäuser. Vorhäuser, ja. Oh, ohne Jacke ist grenzwertig. Ah, ich werde schon noch warm. Vielleicht schalte ich doch noch mal runter auf Tour. Mache ich zum Warmwerden. Ruhe, Ruhe. Außer mir quatscht hier keiner. Ja, der Campingplatz war super, wie gesagt, hat 20 Euro gekostet und ja, an Ausstattung hat es an nichts gefehlt. Es gab Kocher, es gab Mikrowelle, Trockner, Waschmaschine und so weiter und sogar Wäscheständer, den habe ich jetzt nicht genutzt. Aber scheint in Dänemark üblich zu sein, dass wirklich an auch Details gedacht wird. Das sind Kleinigkeiten, aber da hat man so den Eindruck, die Leute denken hier mit. Und das kostet auch nichts extra. Oh, doch, duschen muss ich extra bezahlen. Aber es hat 8 Kronen gekostet. Okay.
Jetzt fällt mir ein, dass ich noch gar nichts gegessen habe. Und ich auch nichts dabei habe, außer einem Curry. Und ich glaube noch so Schweinsrouladen oder Schweinsgulasch, keine Ahnung, aus der Dose. Aber das will ich mir zum Frühstück auch nicht reinziehen wollen. Also, muss mal gucken, ob ich einen Bäcker finde. Sieht nicht so aus. Naja, ein bisschen Fasten kann mir auch nicht schaden. Ja, der Tourmodus ist so ein kleiner Phlegma. Wenn er nicht ein bisschen tritt, dann ermüdet er auch immer wieder so schleichend. Aber es ist cool, wenn man so eine Steigung fährt und denkt, oh, man ist gleich über den Berg und tritt nochmal ordentlich rein, dann kommt er auch richtig nach. Tourplus-Modus, schon nicht schlecht. Ja, ich wollte doch EMTB fahren. Seit irgendeinem Update auf das Bosch Nyon haben sie ja diese Wetterkachel da eingeführt. Also nicht Kachelmann, sondern Wetterkachel. Und merkwürdigerweise synchronisiert der das so gut wie nie. Er sagt immer, ups, ein Rollerfahrer. Die ganze Zeit war nichts los, wenn ich mal quatschen will, dann kommt er wieder ein. Wo war ich stehen geblieben bei der Kachel-App? Kachelmann. Nee, Wetter-App. Das ist eigentlich schade mit den Kacheln, mit den Wetterkacheln. Ich komme da vor wie so ein Kind, das ein Geschenk kriegt und ich weiß, was es damit anfangen soll. Ja? Ist da eine Kachel angezeigt und die synchronisiert mich. Ja, wunderbar. Ich habe hier einen schönen Rastplatz gefunden. Ein bisschen Wasser zu trinken, zu essen habe ich ja noch nichts. Ich bin jetzt etwa 20 Kilometer gefahren und verstehe nicht, warum der Motor laufen muss. Wahrscheinlich müssen irgendwelche Akkus nachgeladen werden, keine Ahnung. So, der Camper ist weg. Die haben wahrscheinlich hier übernachtet, vermute ich mal. Ja, ich bin jetzt hier in Stolpehus, fahre hier weiter. Hier oben ist irgendwo Kopenhagen. Und ursprünglich wollte ich, hier ist Faxe. Und hier ist Faxe Plateland, oder wie das hieß, wo ich war. Ich wollte ursprünglich ja hier ein bisschen außen rum fahren. Hab jetzt, oh Gott, hier die Abkürzung genommen. Irgendwie übers Land. Tagerup, genau, das erkenne ich noch. Da war ich. Genau, hab mir diesen Schlenker gespart. Hier soll es wohl auch Kreidefelsen geben. Ah ja. Hab ich auf Rügen gesehen. So, dann fahre ich mal weiter. Nochmal zurückzukommen auf die Radwege. Hier ist zum Beispiel so ein schlechtes Beispiel. Aber immerhin haben sie an Radfahrer gedacht. Und das ist eigentlich ja überall, dass Radwege vorhanden sind oder zumindest gekennzeichnet sind. Das ist ja bei uns nicht immer der Fall. Die Kirchen sehen ja alle gleich aus. Erst dachte ich, okay, die hast du schon mal im Video gesehen, aber es sind ja immer die gleichen. Ich fahre schon ein Stück am Meer entlang. Jetzt habe ich dieses hier gesehen. Ich glaube, das lasse ich mir nicht entgehen. Na, ist total klischeehaft, aber so ist es nun mal hier. Schön die Pölzer hier. Hab mir gleich zwei gegönnt. Ich hab echt Kohldampf. Also für die beiden Hotdogs und die Cola habe ich jetzt 82 Kronen bezahlt. Das sind ungefähr 11 Euro. Ja, aber ehrlich gesagt hätte mir eine auch gereicht. Für meinen Geschmack ein bisschen zu salzig, aber sonst lecker. Mhm. Es sind auch recht viele denen, die hier den Laden besuchen. So schlecht kann der deswegen noch gar nicht sein. Ich bin, glaube ich, jetzt 25 Kilometer gefahren, habe noch gar nichts gegessen. 0,0. Na, sollte ich nicht machen.
So, ich habe jetzt Köge hinter mir gelassen, bin auf so einer Magistrale. Aber hier, guckt ihr euch den Radweg an. So breit und bequem zu fahren, habe ich in Hamburg so noch nicht an so einer Straße gesehen. Ja, da war gerade mal wieder so ein typisch Rechtsabbieger. Ja, hier am Rechtsabbieger an der Kreuzung standen zwei LKWs. Ist ja immer sehr kritisch, wenn die rechts abbiegen wollen, dass sie eigentlich sehen. Ich dachte, er hat gar keine Rückspiegel. Hat er auch so kleine Kameras oben gehabt, wie der e-tron. Der Audi e-tron, der hat ja auch, oder gibt es ja auch mit Außenkameras statt Rückspiegel. So, dann fahren wir nochmal rüber. Ja, und hab noch was Positives anzumerken. Bei uns sind ja die Übergänge zu den Radwegen an den Kreuzungen. Da gibt es ja meistens diese Bordsteinabsenkung. Da verbleiben meistens 2 Zentimeter. Nach irgendeiner deutschen DIN wahrscheinlich. Und das ist hier nicht der Fall. Das ist immer ganz smooth. Ich bin noch mal 10 Kilometer gefahren. Und was ich jetzt vorhabe, kommentiere ich mal lieber nicht. Das ist hier ein ganz gut gepflegter Rastplatz. Naja, gut gepflegt. Was ist das eigentlich? Ist das ein Grill? Mini-Grill. Naja, ich habe noch 37 Kilometer und hier gibt es auch solche Abwehrgeschütze und Bunker. So ähnlich erwarte ich das auf meinem Campingplatz nachher in Kopenhagen. Das ist auch irgendwie so eine Insel mit irgendwelchen Geschützen, die unter Denkmalschutz stehen. Ja, jetzt fahre ich doch noch mal kurz hier gucken. Hier ist so tatsächlich so eine kleine Promenade direkt am Meer. Aber ich will mich nicht länger aufhalten und drehe wieder um. Hier sind überall diese Rastplätze mit diesen Grills. Ja, lag eine Kohle drin. So, mal wenden. Ich glaube, das sind Franzosen. Jo, ich bin auch lange an der Straße entlang gefahren, an dieser Magistrale. Autobahn unterquert. Und ich glaube, ich bin schon im Speckgürtel hier von, auf jeden Fall, von Kopenhagen. Ich habe nur noch, was waren es, 22 Kilometer. Ich fahre jetzt hier an einem Golfplatz vorbei. Bisher lief es echt gut, also man kann so durchradeln. Zwar jetzt nicht super schön, aber wir haben halt immer was zu gucken gehabt. Links und rechts irgendwelche Geschäfte und ja, die Wege sind top, kann man schon sagen bis jetzt. Ja, ich musste gerade von der, das war schon Autobahn ähnlich, einfach hier rechts abbiegen und bin wieder schön im Grünen. Nach Golf kommt Fußball. Ja, kann man auch schön campen. Ich rieche schon das Radlerparadies hier. Ja, hat Osman mir gerade sogar angesagt, dass es hier Trinkwasser gibt. Brauche ich jetzt aber nicht. Aber weiter, jetzt geht's hier rein. Ich glaube, ich reiß mir mal ein bisschen mit Film zusammen, sonst habe ich so viel zu schneiden und habe danach nichts mehr zu zeigen. Auf jeden Fall bin ich schon mal beeindruckt. Ja, da ich Zeit und Durst habe, mache ich doch jetzt noch mal eine Pause. Schön ist das hier. Es sind noch 17,6 Kilometer und ich bin ja mittendrin eigentlich in Kopenhagen. Kann man sagen. Ja, der Campingplatz liegt nördlich von Kopenhagen. Ich fahre jetzt aber nicht durch die Stadt, sondern mach links einen Bogen drum. Ja, gestern kamen in Nachrichten, dass da eine Schießerei war. 3 Menschen kamen ums Leben. Das war gestern. Ja, wenn das Video rauskommt, ist es natürlich schon ein paar Tage her. Oder vielleicht sogar Wochen. Ja, aber was soll ich dran ändern? Die Stadt wird jetzt auch nicht evakuiert. Hier sind schon ganz viele öffentlich zugängliche Sportplätze, Riesenflächen. Cool. Trinkwasser. Trinkwasser.
passiere ich. Ja, ich bin immer noch in Kopenhagen. Also, da führt einmal so ein Grünstreifen. Das war eine ehemalige Wehranlage aus dem Ersten Weltkrieg. Oder vor dem Ersten Weltkrieg wurde es errichtet, irgendwie 1900. Und ja, hier führt der Radweg wunderbar entlang. Hier endet er aber. Weil ich links hätte hochfahren müssen, das habt ihr sicher gehört. Ich auch, aber dachte, kann nicht sein. Ja, da unten war ich. Und hier gibt es eine Brücke. Hier fehlen wohl Fahrradabstellplätze, oder? Der war sogar echt. Ja, etwa 20 Minuten später bin ich jetzt gleich da am Campingplatz. Hat angefangen zu regnen. Es sind noch 1 Kilometer etwa. Und ja, bin mal gespannt. Ja, das machen wir gerade um die Ecke hier. Ich habe einen Code, jetzt weiß ich nicht, ob ich warten muss. Schrank ist offen, fahre ich rein. Ich weiß ja, wo mein Platz ist. Oh, das ist mein Platz hier. Ja, ist schon ein bisschen schräger Platz hier. Aber doch ganz cool, oder? Also ich muss mich jetzt nicht nochmal anmelden. Ich habe reserviert und habe meinen Zugangscode, den ich jetzt nicht eingeben musste. Ja, und baue jetzt einfach auf. Ja. Kaum habe ich das Zelt aufgebaut, fängt es an zu regnen. Ja, ist okay. Ja, und mir ist fast das Zelt weggeflogen. Ich hatte die Clips von der vom Außenzelt in das Zelt gesteckt, also vom Innenzelt in die Clips. Sollte man nicht machen, man sollte es in den Unterboden stecken, weil der Unterboden bei mir mit den Heringen, mit dem Untergrund verbunden ist. Und ich habe die Abspannseile extra noch zu Hause gelassen. Genau zur Seite gelegt, dachte ich, habe ich eben gebraucht. Naja. Ja, Kopenhagen ist schön. Noch nichts gesehen davon, bis auf den tollen Radweg. Der war echt genial. Dachte ich, nutze doch die Zeit, solange es regnet. So 3 Minuten hat es auch geschüttet ohne Ende. Jetzt hat es aufgehört. Ich glaube, ich gehe mal wieder raus. Oh, glaubst du uns ja nicht. Kommt gleich eh der nächste Schauer. Das ist ein bisschen der Nachteil an diesem Zelt, dass es halt hier reintropft, wenn man das hier aufmacht. Ansonsten bin ich zufrieden. Ja, ich lasse mir das jetzt schmecken. Ein paar Klumpen. Die muss man vorher durchkneten, habe ich richtig gemacht. Aber meinen Mitbewohner habe ich vor die Tür gesetzt. Und ich habe mich schon gewundert, warum der Strom nicht geht. Man muss sich an der Schranke mit seinem Code anmelden. Und dann geht auch der Strom an. Werde ich gleich mal nachholen. Mit dem Code hat man auch Zugang wohl zur Waschmaschinenraum und so weiter. Ist hier alles automatisiert. Geiles Bild, als wenn die Wohnmobile da Geschütze oben drauf hätten. So, dann gebe ich den Code mal ein hier. Falsch. Guck ich doch nochmal nach.
aus der Laufgruppe. Ich glaube, der schließe ich mich gleich mal an. Nicht wirklich. So, jetzt läuft's. Ja, noch mal ein kurzes Fazit vom Tag. Also ich bin ja relativ pünktlich gestartet, 5:10 Uhr. Und der erste Teil war total klasse. Schöne Landschaft und tolle Häuser. Sehr abwechslungsreich, fand ich. Später wurde es ein bisschen langweiliger. Es war viel an der Landstraße entlang und zum Schluss die Magistrale. Aber am Ende ganz toll durch Kopenhagen durch. Ich habe von Kopenhagen nichts gesehen, bis auf diesen schönen Grünstreifen mit diesem tollen Radweg. Klasse, super. War noch mal kurz beim Supermarkt und habe mir Getränke geholt und noch mal einen Nudelsalat. Der war ganz lecker. Erst dachte ich, da seien Schrimps drin, aber das Cashewkerne. Ja. Egal, war lecker. Und ja, zum Schluss bin ich ja noch mal an die Küste runtergefahren. Da gab es eine Mauer, da hätte man über so eine Leiter rübersteigen können und da direkt ins Wasser. Ansonsten war es das erstmal. Ich freue mich morgen auf die Stadt. Fahre wahrscheinlich heute Abend noch mal los, aber dann ohne Kamera. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Fällt mir noch was ein? Nein. Bis denn. Danke. Tschüss.